Hi, ich bin der Günther. Ich komme aus deiner Bude. Heute nehme ich ein wirklich besonderes Video auf, von dem ich ehrlich gesagt nicht erwartet hätte, dass ich es jemals aufnehmen würde. Wir haben den 21.08.2021. Genau 5 Jahre ist es heute her. 21.08.2016. Das erste Video auf Günther aus der Dönerbude. Ein sehr schlechtes Super Mario Bros. U Let's Play mit dem Namen Eine Ära ohne Qualität, was sich auch lange gehalten hat. Heute wird dieser YouTube-Kanal 5 Jahre alt. Es wirkt für mich fucking unrealistisch. Ich bin 17 Jahre alt. Heißt, dieser Kanal ist nicht mehr so weit weg davon, prozentual ein Drittel meines Lebens mich zu begleiten. What the fuck? 5 Jahre mache ich diese Scheiße, das kommt mir null so vor. Aber es ist so. Genau 5 Jahre. Und um diese 5 Jahre zu feiern, ich könnte jetzt etwas ganz Großes, ein krasses Stunden-Special machen, aber ich habe das Gefühl auch, das passt nicht so sehr zu mir, sage ich, wie es ist. Stattdessen möchte ich heute einmal mit euch, vielen neuen Zuschauern auch, die erst etwas später dazugekommen sind, die wohl größten Meilensteine meines YouTube-Kanals durchgehen. Nun, das erste habe ich gerade schon erläutert. Ach nein, tut mir leid. 21.08.2016 war der Tag, an dem der Kanal gegründet wurde. Das erste Video kam erst einen Tag danach, am 22.08. mit Mario Bros. U, eine Ära ohne Qualität. Was für lange Zeit mein meistgeklicktes Video war, mit rund 300-400 Aufrufen für eine ganze Weile. Was damals einfach unrealistisch für mich wirkte. Warum sollten 400 Leute meine Videos angucken? Wenn man sich jetzt mal heutige Videos anguckt, dann merkt man, wie ich heute dazu stehe. Dann ein Projekt, das den Kanal für eine sehr, sehr lange Zeit begleitet hat, was aber im Verlauf der Zeit mehr und mehr abgestorben ist. Am 28.08.2018 gab es mein erstes Video über Minecraft. Ein Minecraft-Video hieß es, ganz passend. Ich konnte wirklich keine Titel damals. Minecraft hat den Kanal für Jahre begleitet, genauso wie eine bestimmte Person, die gleich auch noch genannt wird. Und es war vielleicht nicht die qualitativ hochwertigste Zeit des Kanals, aber es war schon echt lustig. Damals auch, als ich gefühlt noch gar nichts im Leben zu tun hatte, als Qualitätsstandards kein Ding waren. Als es einfach nur ums Zocken ging und ich teilweise 5 oder 6 Daily Uploads hatte, weil ich einfach nichts im Leben zu tun hatte. Am 7.9.2016 kam dann zum ersten Mal auf meinem Kanal ein Video, in dem ich nicht alleine aufgenommen habe. Ein Video, in dem aktiv jemand anderes dabei war. Ich zähle jetzt nicht, dass Olaf im Hintergrund reingeredet hat dazu. Am 7.9. erschien das Let's Play Minecraft U Hashtag 1. Heute gibt es Hotdog. Mein erstes Video mit Slime PvP, beziehungsweise heutzutage Back in Game. Mit dem ich eigentlich alles, was Minecraft angeht, über Jahre hinweg noch gemacht habe. Mit dem ich aber inzwischen halt nicht mehr in Kontakt stehe. Er hat früher ja auch im selben Haus in einer anderen Wohnung wie ich gewohnt, da war es sehr einfach, sich zu treffen. Wir haben uns dann, nachdem er umgezogen ist, auch wenn es nur ein paar Straßen weiter ist, nur noch 1-2 Mal getroffen und ja, im Prinzip war es das dann auch. Wir haben seitdem keinen Kontakt mehr, aber das ändert nichts daran, dass es schon echt coole Zeiten auch waren. Trotzdem glaube ich auch, dass es einfach sinnvoller so ist. Wir haben uns einfach in unterschiedliche Richtungen entwickelt. Wir spielen beide nicht mehr wirklich Minecraft, sondern eher hauptsächlich Fortnite, soweit ich weiß. Und ihr wisst ja, was ich so alles mache. Dann am 12.
10.10.2017. Ich kann nicht garantieren, dass all diese Daten genau sind, aber ich habe eigentlich meine Videos alle durchgeguckt, um diese Daten so zu finden. Am 12.10.2017 gab es das erste Video mit dem guten alten Lord Ecke, den bestimmt viele von euch noch kennen. Auch dabei in diesem Video war Slime PvP. Es war nämlich das Video Neues Bed Wars Update mit Slime PvP und Lord Ecke. Damals war es, soweit ich weiß, schon ein Video, in dem ich ein Aufnahmeprogramm hatte. Und dort haben wir eben Bed Wars gezockt und zum ersten Mal war auch Lord Ecke, den ich bereits lange vor Gründung meines YouTube-Kanals kannte, auch in einem Video dabei. Es war auch eine Sache, die sich eine Weile gehalten hat. Lord Ecke war in einigen Videos dabei, in Murder ist er zu einem verdammten Meme geworden. Ein oder zweimal hat er mit auf irgendwas reacted. Aber die hauptsächliche Sache, die er letztendlich für den Kanal getan hat, es ist ein bisschen sad, wenn man das so sagt, war nicht seine eigentliche Präsenz, sondern dass er einem der wichtigsten Charaktere für diesen Kanal seinen Namen gegeben hat. Dann gab es am 10.02.2018 das erste Video mit Jan, der damals unter Gommes Lehrling Minecraft gespielt hat. Auch damals noch Slime PvP bzw. Back in Game dabei. Im Video Slime PvP verarscht uns alle. Minecraft Mörder mit Slime PvP und Gommes Lehrling. Jan kennt man ja auch noch aus einigen Videos, auch aus neueren. In letzter Zeit gibt es natürlich eigentlich kaum Videos, in denen andere dabei sind. Dementsprechend in letzter Zeit nicht so wirklich. Aber auch in Kontakt stehe ich noch mit dem Jungen. Ich zock manchmal mit ihm. Und allgemein, es war einfach das erste von vielen Videos. Als nächstes kommt ein Video mit einem etwas anderen Thema. Und zwar am 26.03.2018 lud ich die erste Folge von Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel auf meinem Kanal hoch. Mein erstes wirklich storybasiertes Game. Mein erstes Game, in das mehr eingeflossen ist als einfach nur Gameplay und Scheiße labern. Okay, auch fast nur Gameplay und Scheiße labern, aber ich denke, die meisten von euch wissen, was dieses Let's Play auf diesem Kanal für Grundsteine gelegt hat. Mein erstes selber erstelltes Thumbnail kam rund einen Monat später, am 14.04.2018. In dem Finale von eben Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Ich sehe gerade auch, weil ich das anscheinend nicht aufgeschrieben habe, auch Cool Surfer, mit dem ich noch viel privaten Kontakt habe, gab es natürlich in ein paar Videos. Den habe ich allerdings tatsächlich nirgendwo eingetragen, offensichtlich hier, weil er auch selten dabei war. Ich schätze, es war in Minecraft Fischfleisch, einem kurzen Community-Projekt, sage ich, einem kurzen Projekt einfach mit ein paar Leuten, die ich kannte, dabei. Ich schätze, das war auch so das Hauptsächliche, wo er dabei war, oder irgendeine kleine Folge Master Builders. Deswegen auch Cool Surfer, habe ich noch viel Kontakt mit, ist ja auch ein Schulkollege von mir. Auch der ist noch viel dabei. Jetzt kommen wir zu einer Persönlichkeit auf dem Kanal. Weniger direkte Präsenz, aber auch einen riesen Einfluss auf den Channel gehabt. Und ohne ihn wäre der Channel auch nicht, wie er ist. Am 12.08.2018. Mein erstes Video mit Gameszocker Fragezeichen. Oder wie die meisten auf diesem Kanal ihn wohl erkennen, mit Fragezeichen Man. Es war eine Folge Undertale im Genocide Run, als wir einfach nur gegrindet haben und dabei ein bisschen geredet haben. Und dabei war eben auch er zum ersten Mal dann dabei. Und ja, er war nicht in vielen Videos so direkt dabei. Wir haben ein paar Reactions zusammen gemacht, unter anderem darauf, als Pokémon Mystery Dungeon Retter Team DX revealed wurde und das Release-Datum gesagt wurde. In noch einer Folge oder zwei Undertale war er, soweit ich weiß, dabei, sonst direkt in wenigen. Was er hingegen gemacht hat, war, erstens, privat hatte ich halt ziemlich viel mit ihm zu tun, obwohl wir uns nicht persönlich kannten, nicht mal in der Nähe voneinander wohnen. Wir haben auf Discord halt viel geschrieben, häufig gezockt. Und er hat
Pokémon Günther und Pokémon Günther The Broken Story. Nee, Pokémon Günther The Broken Story war der erste Teil und Pokémon Günther The YouTuber Story war das sehr ausgeweitete Remake, das er letztlich programmiert hat. Zwei große, interessante Let's Plays auf meinem Kanal, die definitiv schon richtig Bock gemacht haben. Es wird leider wahrscheinlich kein Reloaded mehr geben, dadurch, dass ich mit dem neuen Laptop all den Scheiß hatte, auch die ganzen Spieldateien nicht mehr hab. Wer weiß, vielleicht irgendwann ja doch noch irgendwas in die Richtung, aber es wirkt einfach nicht sonderlich realistisch, sage ich mal. Deswegen, trotzdem waren beide Pokémon Günther Spiele wirklich, es waren wohl mit die besondersten Let's Plays auf meinem Kanal. Sie waren vollkommen unberechenbar. Niemand außer Fragezeichen Man selber konnte sagen, was abgeht. Bis auch am Ende von Pokémon Günther, der YouTuber Story, er selber im Video als der Charakter im Spiel, den er gespielt hat, preisgegeben hat, dass er sich aus Online zurückziehen wird. All seine Fragezeichen-Man-Accounts gelöscht werden. Und er einfach nicht mehr eine Online-Präsenz führen will, die als Fan von anderen Leuten dient, sondern wirklich lieber er selber sein möchte. Und das war auch das letzte Mal, dass ich mit Fragezeichen-Man in Kontakt war. Ich hau das aber einfach mal so raus. Einige Monate später hat mich ein anderer Account angeschrieben. Ein normaler Account einer normalen Person. Und ja, er hat mich auch gefragt, ob ich in Voice Chat kommen kann. Ich hab schon was geahnt. Und es war Fragezeichen-Man. Nur eben nicht mehr als Fragezeichen-Man, nicht als mysteriöser Typ, den niemand kennt, sondern einfach als er selber. Seinen Namen sage ich jetzt natürlich nicht, das wäre bescheuert. Ich will aber das einfach mal raushauen. Ich stehe auch bis heute noch in Kontakt mit ihm und wir schreiben häufiger mal. Das heißt, das ist, glaube ich, was, das ich noch gar nicht erwähnt habe bisher. Es ist, denke ich, schon eine ganz coole Sache, das auch für Zuschauer, die lange dabei sind, vielleicht zu wissen. Und jetzt kommen wir vielleicht zum größten Meilenstein. Zum größten Meilenstein, den dieser Kanal je hatte. Der 19.09.2018. Die erste Folge Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition. Das Projekt, das aus Pokémon Mystery Dungeon Team Himmel entstand, ein spiritueller Nachfolger werden sollte. Meine Hörspiele, bei denen ich mir damals dachte, soll ich es wirklich hochladen? Interessiert das irgendwen, was ich da schreibe? Und heute sitze ich da. Während dieses Video kommt, sind wir in Teil 6 dieser Hörspielserie. Teilweise haben die Videos mehr als 20.000 Klicks von den ganzen Hörspielen. Über die Hälfte meiner Community baut sich nur aus Hörspielzuschauern auf. Geschichten schreiben hat sich inzwischen wirklich zu einer meiner größten Leidenschaften entwickelt. Ich wüsste gar nicht mehr, wie ich ohne weitermachen soll. Diese Folge Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition hat diesen Kanal und mich als Person wirklich extrem verändert, auch wenn ich es damals noch nicht wusste, was alles passieren würde. Und doch war es wohl der größte Meilenstein meiner Karriere. Am 26.12. desselben Jahres, 2018, habe ich dann zum ersten Mal ein Aufnahmeprogramm auf meinem Laptop Bandicam geholt und zum ersten Mal eine Facecam genutzt. Damals noch mit dieser Walross-Maske, anstatt einfach mein Gesicht zu zeigen. Es war auch für eine ganze Weile ein Bestandteil des Kanals, dass ich mir einfach dieses Ding aufsetze, mir die Hölle auf die Fresse schwitze, weil das Ding fucking stickig und heiß ist, gerade wenn es Sommer ist. Und ich einfach als Cursed Walross unter einer Maske in meinen Videos sitze und Scheiße bau. Ja, ihr wisst, das hat sich inzwischen geändert, aber es war der Beginn davon, dass ich mich irgendwie gezeigt habe. Dann,
Am 14.02.2019. Und ja, ich habe das genau nachgeguckt. Das war schwierig. Am 14.02.2019 erreichte zum ersten Mal ein Video von mir 1000 Aufrufe. Genau an dem Tag, als ich auch ein Praktikum begann. Ich war auf dem Weg zum Praktikum, habe nochmal auf meinen Kanal geguckt und gesehen, eines meiner Videos hat 1000 Aufrufe. Die Walross Edition 1 als gesamtes Hörspiel war es. Ihr wisst, heute hat sie fast 25.000 Aufrufe, wird aber nicht mehr so sehr geklickt wie andere Walross Editionen ganz. Teil 3 ist, glaube ich, immer noch auf einer guten Aufholjagd, nähert sich inzwischen, glaube ich, auch den 20.000, bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Auf jeden Fall war es mein erstes Video mit vierstelligen Aufrufen und damals konnte ich ja noch kaum fassen, dass ein Video von mir 400 Aufrufe haben sollte. Heute haben echt manche über 20.000. Das ist einfach so unrealistisch für mich. Ja, es war das erste Video mit 1000 Klicks. Ich hatte nur Monate zuvor, irgendwie im Dezember hatte ich, nachdem die Walross Edition 1 abgeschlossen war, irgendwann mal aus Spaß geguckt, welche Videos von mir so die meisten Klicks haben und hab dann auf einmal in den Top 5 mein gesamtes Hörspiel gesehen, bei dem ich wirklich dachte, es interessiert niemanden. Und damals waren es ja auch nur 100 Klicks. Das ist inzwischen das, was meine normalen Hörspielfolgen an einem Tag bekommen. Also, es ist einfach so krass. Es ist einfach so krass. Dann am 27.02., nur 15 Tage vom 14. bis zum 27. sind keine 15 Tage. Blöd war ich damals, blöd bin ich auch heute noch. Keine 2 Wochen später erreichte ich die 100 Abonnenten auf meinem Kanal. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, was mein Special für die 100 Abonnenten war, muss ich zugeben. Ich guck das jetzt. 100 Abonnenten am 14.02. So, ich habe hier ein Thumbnail. Was habe ich da drauf geschrieben? Ich habe ein behindertes Porsche Cayman S Gewinnspiel gemacht, das literally gar nichts war. Ich habe für die dritte Wahl... Was? 100 Abo-Special? Bin ich Hä? Irgendwie glaube ich, ich habe da was im Datum vertan, muss ich zugeben, weil... Da sind Ankündigungen für die Walross Edition 3 dabei, während zu dieser Zeit Teil 2 noch nicht mal gestartet hatte, den ich mir eingetragen hatte. Oder ich habe einfach viel zu spät das Video gemacht. Aber okay, diese ganzen Ankündigungen waren nur Teil 1 des 100 Abonnenten Special. Es wurde ein kleines Musikmix-Video, das nicht gut ist, angekündigt. Minecraft Herobrine's Mystery 2, ein komisches Format, das mal ganz lustig war, aber yay. Dann gab es eine Challenge. Wie lange am Stück... Ich glaube, ich muss die Abozahlen echt falsch gemacht haben, not gonna lie. Weil diese ganzen Videos... Am 2.7. kam erst das Video online. Ah, ich bin behindert. Sorry, ich hab nämlich vorhin gesehen, 2.27. stand da als Datum. Hab gedacht, ich habe das einfach vertauscht. Aber dabei habe ich dann einfach nur anscheinend einen Tippfehler gemacht und es war der 2.7. Bisschen Chaos an dieser Stelle, aber das gehört auf diesem Kanal wohl auch dazu. Am 2.7. habe ich die 100 Abonnenten erreicht, nicht am 27.2. 3 Teile des 100 Abo-Specials kamen raus von den 4 angekündigten. Nämlich eine Challenge, wie lange ich am Stück vorlesen kann, bei der ich die gesamte Walross Edition 1 am Stück vorgelesen habe und am Ende auch nur aufgehört habe, weil es Essen gab. Irgendwann mache ich vielleicht nochmal sowas. Ich habe es neulich aus Spaß, glaube ich, mal in einem Video gesagt. Boah.
Wenn ich irgendwann so eine Challenge mit der Walross Edition 4 mache. Das Hörspiel geht 8,5 fucking Stunden. Und dann als Teil 3 gab es ein Pokémon Mystery Dungeon Musikquiz, auch wenn es relativ durchwachsen lief, technisch gesehen. Indem ich gegen den eben erwähnten Fragezeichen-Man angetreten bin, darüber, wer mehr Pokémon Mystery Dungeon Tracks erkennen würde, die Olaf als Schiedsrichter uns sendet. Das waren die drei Teile meines 100 Abonnenten-Specials. Ich sehe gerade, 200 habe ich gar nicht drauf, deswegen rede ich da auch mal kurz drüber. Das habe ich, glaube ich, im Februar erreicht, die 200. Und zwar habe ich dafür dann die Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition in Dumm begonnen, die auch bei vielen sehr gut ankam. Es wird irgendwann Teil 3 kommen, bin ich mir inzwischen sehr sicher. Aber erstmal ein bisschen warten. Und es kam der eigentlich vierte Teil meines 100-Abo-Specials auch irgendwann mal für die 200-Abos endlich. Der Verhängnisturm in Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Habe ich dann endlich fertig gespielt, zusammengeschnitten, alles gemacht. Dann, chronologisch gesehen, das nächste Video. Am 31.07.2019 das erste und eines der wenigen, muss man sagen, Videos mit Noah und Christian. Zwei Leute, die auf meinem Kanal jetzt nicht so oft vertreten sind. Manchmal waren sie in irgendwelchen dummen Smash-Videos, im Podcast waren sie eigentlich immer dabei. Sie waren halt hin und wieder in Videos dabei, aber man muss sagen, wirklich so ziemlich seit dem Tag dieses Videos habe ich täglich mit den beiden über Discord zu tun. Ich laber ständig mit beiden, vor allem mit Noah zock ich auch noch eigentlich täglich. Ich habe halt mega viel mit den beiden zu tun und es ist inzwischen auch ziemlicher Teil meines Lebens. Auch über SQT natürlich die Smash Crew. Ja, einfach vieles passiert. Mit den beiden auch, deswegen, wenn einer von euch das sieht, Grüße an euch, gehen raus. Die erste Folge Cards Against Humanity war das Video damals. Und ja, das Ganze dauert jetzt schon länger als ich dachte, ehrlich gesagt, aber egal, das ist so off. Am 25.11.2019 kam mein 1000. Video auf Günther aus der Dönerbude. Heute kann ich das kurz sehen irgendwie. Ich muss kurz nachschlagen, ich will jetzt auch gucken, wie viele Videos ich heutzutage auf meinem YouTube-Kanal online habe. Ich bin gerade auf meinen Channel gegangen und da hat die Walross Edition 5 als komplettes Hörspiel, weil es der Kanal-Trailer ist, gestartet. 1764 Videos. Ich habe echt nichts im Leben zu tun. Damals war es eine Folge vom bereits lange gecancelten Pokémon Schwert und Schild mit dem wunderschönen Namen. Was würde ich sonst als 1000. Video haben wollen? Ich mach mich hässlich. Am 5.10.2020 gibt es den nächsten großen Meilenstein, den ich erwähnen wollte, der den Kanal gar nicht so sehr selber beeinflusst hat, aber irgendwie doch. Und vor allem hat es mich sehr beeinflusst. Mein Beitritt beim Smash Bros. Clan SQT, bei dem ich auch fast ein Jahr später immer noch bin. Dort habe ich eben echt viele Leute kennengelernt, wirklich begonnen Smash sehr viel zu spielen. Mein Zweitkanal ist daraus entstanden. Ich habe super viele Leute kennengelernt, auch ein bisschen an Fame in der Szene gewonnen, hauptsächlich durch meine Clips, die es in größere YouTuber-Formate wie Smash Review oder The Ultimate Salt is Real geschafft haben. Und letztendlich habe ich viele Leute kennengelernt. Auch Noah und Christian habe ich dadurch noch ein bisschen besser, mehr mit zu tun gehabt. Leute wie Marcel habe ich dadurch kennengelernt. Und SQT hat halt einfach für mich viel bewirkt. Ich bin inzwischen derjenige, der am viertlängsten in der Crew drin ist, von allen, die noch da sind. Simon ist fast nie online, deswegen weiß ich nicht, ob man den so ganz zählen kann. Und sonst halt Marcel und Astoxical, die beiden Leader der Crew, beziehungsweise halt Marcel, der Gründer der Crew, und seine Freundin, die schon seit Beginn des Ganzen mit Leaderin ist.
Dann haben wir noch zwei große Sachen. Ich höre gerade Musik, deswegen bin ich ein bisschen verwirrt. Ich hoffe, die ist nicht so laut, dass man sie hört. Also im Sinne von, ich höre Musik, meine ich nicht, ich mache welche, sondern irgendwer aus meiner Familie anscheinend. Zwei große Meilensteine gibt's noch. Am 10. Okay, ich könnte vielleicht auch kurz reinschieben. Ich habe da kein genaues Datum, aber irgendwann letztes Jahr habe ich auch meinen echten Namen Jason mal revealed. Neben dem ständigen Günther. Auch wenn die meisten mich halt logischerweise immer noch Günther nennen, ergibt auch Sinn. Und ich meine, ich habe da ja auch nichts gegen oder sowas. Dann gab es am 10.01.2021 eine sehr kurzfristige Entscheidung tatsächlich, dass ihr diese hässliche Fettfresse ertragen müsst. Dankt mir später. Boah, mir fällt gerade auf, dass ich viel zu selten meinen King Chaos Play anhabe. Ich habe immer noch mein Carol-Kostüm da rumliegen. Ah ne, ich will jetzt nicht aufstehen, rein theoretisch, weil ich keine gescheite Hose anhabe. Ja, ich bin professionell. Mein Face-Reveal, wo ich eben wirklich begonnen habe. Eigentlich war das so der Tag, auch wenn ich schon ein Format hatte, wo ich Real Talk gemacht habe, das relativ schnell rum war. Es war allgemein in einer meiner Down-Phasen des Lebens. Ja, ich habe einfach begonnen, mich wirklich als Person zu zeigen auf diesem Kanal. Auch wie ich in einem meiner Songs, Hymn of My Life, mal so als eine Line formuliert hatte. Vorher war halt wirklich so ein bisschen die Angst von mir, dass Leute komplett vergessen. Dass hinter all den Hörspielen vor allem natürlich, weil das das meiste ist, dass dahinter auch noch eine Person steckt, die sich damit auch ausdrücken will und sich damit identifiziert mit diesen Hörspielen. Und ja, diese Person bin ich. Und der letzte große Meilenstein, den ich noch aufgeschrieben habe, ist meine Capture-Card, die ich am 21.02.2000... Das ist schon 6 Monate her? Das Brain fuckt mich gerade. Es fühlt sich an, als hätte ich die Capture-Card seit gefühlten 2 Wochen. Aber stimmt, ich habe teilweise ganze Let's Plays schon nur mit dem Ding aufgenommen. Bruder, wie die Zeit vergeht. Meine Capture-Card, die würde ich behaupten, die Qualität meiner Let's Play-Videos doch noch einmal eindeutig erhöht hat. Und ja, das waren die größten Meilensteine, die mein Kanal Günther aus der Dönerbude bis zu diesem Tag hin hatte. Inzwischen, an dem Tag, wo ich das aufnehme, sind 469 Leute Abonnenten meines Kanals, mehr als ich mir jemals hätte erträumen lassen können. Und ich weiß, viele würden jetzt sagen, 5 Jahre, 470 Abonnenten ungefähr, das ist nichts. Und ich denke mir, Digga, wenn es im Vergleich zu anderen nichts ist, weißt du, wie egal mir das ist? Ich mach das Ganze, ich habe das Ganze von Anfang an nicht für Fame gemacht. Nicht um irgendwie dem Mainstream zu folgen. Ich habe diesen YouTube-Kanal gemacht, um Spaß zu haben, mich zu verwirklichen und auch Menschen den Tag zu verschönern. Das ist der Sinn von Günther aus der Dönerbude. Und heute, am Tag, wo auch dieses Video online kommt, das habe ich gerade erst ganz zufällig bemerkt, als ich das Video jetzt am 6.8. Begonnen habe aufzunehmen. Noch heute beginnt das Finale des Finals. Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition Finale. Darkest Light. Das Ende der letzten Walross Edition. Beginnt heute. Über die Walross Edition werde ich nach Ende der Serie definitiv noch ein eigenes Video machen. Ist, denke ich, verständlich. Aber für 5 Jahre Günther aus der Dönerbude gab es heute eins. Ich werde gerade echt nochmal emotional zum Ende hin. 5 verdammte Jahre führe ich diesen Kanal nun schon. 5 Jahre mit vielen von euch an meiner Seite, viele treue Abonnenten. Ich würde jetzt versuchen, ein paar sehr treue nochmal Shoutouts zu geben, aber ich würde wahrscheinlich zu viele Namen falsch sagen oder und alles. Ich versuche aber mal ein paar einfach. Es gibt noch einige andere, mit denen ich auch hin und wieder schreibe oder sowas, wenn ich auf Kommentare antworte. Fühlt euch alle aufgerufen. Wenn ich euren Namen jetzt vergesse, tut mir das sehr leid. Aber mir fallen halt gleich Leute wie Daniela Gebauer, Jana Kaschner, Maddox, wenn auch nicht immer im Positiven,
Savory Viper, scheiße, ich wusste es. Ich hab dich im Kopf, aber ich hab deinen Namen gerade nicht auswendig im Kopf und ich will den nicht falsch sagen. Ich hasse es, wenn ich Namen von Leuten falsch sage. Deswegen guck ich jetzt kurz. Du hast unter einem meiner neuesten Videos Lorena Mercado inzwischen relativ neu dabei, habe ich das Gefühl. Wilfried Bock, genau, dich meine ich. Just Lord, auch sehr, sehr langzeitiger Abonnent. Julia Walke, auch schon eine ganze Weile dabei. Dann, was für Leute gibt's sonst noch? Ich suche gerade noch nach einem bestimmten. Toro ist dabei. Ender. Oscar. Okay, es ist einfach Oscar. Ich dachte ehrlich gesagt, der Name wäre noch irgendwas anderes. Ender habe ich gerade ja schon gesagt. Den hatte ich schon. Sarah Degener, genau. Ja, es sind einfach so viele Leute, die regelmäßig abonnieren. Enderm ist auch noch dabei. Wir haben Mr. Ender und Enderm 78, beides als treue Zuschauer. Ich habe einen, bei dem weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob ich einen Shoutout geben soll, weil dem seine Kommentare meistens nur random Emote-Spam sind. Not gonna lie, oh. Und natürlich gibt es viele andere treue Zuschauer. Das sind aber jetzt wirklich die, mit denen die wahrscheinlich am meisten Kommentare da lassen. Froststurm 125 auch noch. Hauptsächlich bei den Hörspielen, aber auch bei denen sehr oft dabei. Früher Xaver 42. Boah, es gibt einfach so viele Leute. Es gibt einfach so viele Leute hier auf diesem Kanal, die auch Kommentare schreiben, aber Tim Ries ist noch öfter dabei. Ihr habt bereits viele Namen gehört. Wenn ihr dieses Video guckt, kann es gut sein, dass ihr auch euren eigenen Namen hier gehört habt. Und ja, es ist einfach echt eine krasse Sache. Ich werde echt 5 Jahre. 5 Jahre Günther aus der Dönerbude. Und es ist kein Ende in Sicht. Bald wird die Walross-Edition enden. Aber Hörspiele werden weitergehen. Und auf einfach weitere viele geile Jahre auf diesem Kanal. Ich hoffe, es wird nur noch geiler. Danke für alles. Danke an alle von euch, die dieses Video gucken. Die auch nur einmal bei meinem Kanal dabei waren. Vor allem nochmal speziell an alle, die auch privat mich beeinflusst haben, privat meinen Kanal so ein bisschen verändert haben. Es ist einfach eine sehr besondere Sache für mich, dass ich heute hier sitzen kann und dieses Video machen kann. Danke für alles. Bis bald.